bei 250 Kilo. Komm, 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 komm. Noch 10, noch 5. Und das reicht, das reicht. 52,5 cm. So, der alles entscheidende Versuch für Rupert Sommerzimmer. Komm! Leider ausgeschieden mit 5,5 cm. Komm, Erik. Komm, über 35, noch 10 cm, noch 10, noch 5, noch 3. Noch. Zeit steht noch zur Verfügung. Es waren 48 cm. Zu konzentrieren, es langsam anzugehen und wirklich einen guten und tollen Versuch zu machen. Und jetzt helfen wir ihm dabei, meine Damen und Herren. Den Erich und letztlich. Komm, Erich. Jetzt geht's. Komm, komm, komm. Leider, leider. Für ihn gilt es, die 48 cm zu schlagen. Also mit 49 ist Alois Leber österreichischer Meister. Und auch hier können wir ihm helfen. Alois Leber mit 300 Kilo. Los geht's, komm Alois! Ho, 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 ho! 52 cm, Alois Leber! Eine Spur höher gestellt, die Griffstange, und jetzt noch einmal ein alles entscheidender und letzter Versuch für Markus Grünwald. Immerhin 300 Kilo. Ja, jetzt geht's. Komm, Markus, noch ein bisschen. Immerhin 12 cm. Applaus für Markus Grünwald. In diesem Zweikampf sowohl um den steirischen als auch um den österreichischen Titel. Aus Kapellen im Mürztal beim Zuschlag Wolfgang Bachner. Und komm, Wolfgang, komm, komm, jawohl, komm, komm, komm. Und jetzt geht er, komm, komm. 24 cm, Wolfgang Bachner. Und nun 17 noch. Franz Moser. 16 frei. Der Zweite, ich hab schon kein Blut mehr, die Vier. 24 cm zu schlagen. Oh. Wo ist das Publikum? Und hoch, 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 hoch. Wir kommen. 54,5 cm für Franz Moser. Ja! Was für eine Leistung! Unglaublich! Und noch! Und noch! Noch! 36,5 cm! Somit setzt er sich an die Spitze. Markus vor Timo Lagesdorfer. Andi Lechner. Ja, servus zum zweiten Mal, gell? Servus, Manfred. Jetzt circa eineinhalb Stunden. Das Anzahl eigentlich bin ich sehr da. Jetzt musst du jetzt die Athleten da auf Leistung hoch. 25 Kilo momentan. Das ist ein Wahnsinn. Dino, bitte ein kleines
belastet. Ja, 325 Kilo ist schon Wahnsinn, aber heute werden wir mit Sicherheit noch einen Rekord sehen, weil Franz Moserbühl mit 375 Kilo in Angriff nehmen. Und es wird sicher sehenswert. Und die ganze Veranstaltung, Publikum okay, Teilnehmer okay, Wetter okay, haben wir schon gesagt. Also ich bin im höchsten Maß zufrieden. Und ich hoffe, dass man den LKW ziehen kann, sich keiner verletzt und dass super über die Bühne geht. Und dann steht die Landes- und die Staatsmeister fest. So ist es, Dino, du sagst das. Ich danke fürs Danke. Michi Vater muss jetzt 50 plus machen, um dabei zu bleiben. Und dabei braucht er Ihre Hilfe, meine Damen und Herren. Komm, 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 komm. Souverän 53,5 cm Michi Vater. Somit auch hier ein Zweikampf. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt geht's wirklich in der Königsklasse. Um den österreichischen Meistertitel. Das heißt, wir alle sind mit dabei. Andi Lechner, 350 Kilo. Komm, Andi. Und und jetzt noch einmal, alle gemeinsam mit Andi Lechner. 15 cm bei 350 Kilo. Applaus, Andi Lechner! I know she let me roses by the stairs. Surprises let me. Und jetzt die Entscheidung. Und auch hier sind wir alle dabei, wenn Michi Vater 350 Kilo hebt. Aber es hat gereicht beim ersten Versuch. 23 cm und somit österreichischer und steirischer Meister in der Königsklasse. Michi Vater. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, liebe Kraftsportfreunde, jetzt sind 375 Kilo aufgelegt und Franz Moser wird uns nun demonstrieren, Franz Moser. Und jetzt bitte, wirklich, jetzt sind alle mit dabei. Jetzt geben wir alle alles für Franz Moser. 375 Kilo, meine Damen und Herren, werden hier aus dem Kreuz gehoben. Unglaubliches, was sich hier anbahnt. Und jetzt alle für Franz Moser.
Damen und Herren, 375 Kilo. Unglaublich, unglaubliche Leistung. Und noch einmal, Riesenapplaus für Franz Moser. Ain't got no gun, ain't got no knife, don't you start no fight. Danke. Meine Damen und Herren, das waren die Entscheidungen beim Steinheben. Österreichische und steirische Meisterschaften sind entschieden. Wir verlagern nun unsere Showbühne ungefähr 20, 30 Meter weiter und kommen jetzt zum LKW-Ziehen. Österreichische Meisterschaften im LKW-Ziehen. Und gleich im Anschluss an das LKW-Ziehen findet hier wiederum unmittelbar vor dem Stein die Siegerehrung statt, zu der wir uns freuen, wenn auch Bürgermeister Bernd Rosenberger uns behilflich sein wird. Und das wird in etwa 20, 25 Minuten soweit sein. Also, in einigen Minuten geht's los. LKW ziehen, österreichische Meisterschaft.